Im Hintergrund sehen wir Ihre Serie Lesbian Jazz. Vielleicht könnten Sie uns erzählen, wie diese Serie entstanden ist, weil eigentlich war ja ein Zufall ausschlaggebend dafür. Lesbian Jazz ist zufällig entstanden, als ich plötzlich eine offenkantige, expressive, schwarze Fläche auf einer 2x1,5 Meter Leinwand hatte. Ich habe das dann ruhen lassen, weil ich wusste nicht, wie es weitergehen soll, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht so malerisch und offenkantig gearbeitet. Und ich höre viel Jazz im Studio. Und dann war das für mich plötzlich so, ja, das ist Jazz in abstrakte Malerei übertragen. Und ich komme aus der Zeichnung und habe viel abgezeichnet und wollte lesbische Sichtbarkeit auf der Leinwand schaffen, weil es gibt viele lesbische Künstlerinnen, aber es gibt wenig Lesbian Visibility in der bildenden Kunst. Und das ist mir mit der Serie Lesbian Jazz ein Anliegen. Das ist meine erste Serie, die sich damit auseinandersetzt. Aber Sichtbarkeit ist wichtig für Normalisierung und für Diversität in der Gesellschaft. Und das ist mir ein großes Anliegen bei dieser Serie. Es ist ja bei Ihnen auch immer so, dass Sie Ihre Kunst sehr mit Literatur vermischen. Sie sind sehr literaturaffin sozusagen. Inwiefern hat das in dieser Serie eine Rolle gespielt? Genau, dass es so Text, dass es Text-based Art-Elemente gibt, ist mir ein großes Anliegen, weil ich einfach auch immer schreibe und sehr lyrisch bin. Und die Worte unterstreichen einfach noch Bedeutungen. Und das Lesbian Jazz auch noch zu verschriftlichen auf der Leinwand macht für mich einen großen Unterschied, was die Sichtbarkeit betrifft. Bezüglich Sichtbarkeit, die erste, die nicht nur die Resultate, sondern auch den Arbeitsprozess zu sehen bekommt, ist Ihre kleine Hündin. Genau, das ist Sirius Grace Anouk, die ist auch immer mit dabei. Und ist eine gute Kritikerin? Sie ist eine gute Unterstützerin, würde ich sagen.